Willkommen zurück zu A Link to the Past für GBA. Heute habe ich mir mal einen Controller besorgt, in der Hoffnung, dass es diesmal ein wenig besser läuft als mit Tastatur. Denn jetzt holen wir uns den Schatz hier aus diesem Tempel. Du hast den Titanhandschuh, damit kannst du die dunklen, schweren Steine heben, die vorher nicht von der Stelle zu bewegen waren. Tja, und ich komme auch wohlbehalten wieder raus. Wer hätt's gedacht? So leicht kann's gehen. Uiuiui. Knapp, knapp alles hier. So. Weg damit. So, erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist ja nämlich jetzt wieder neu für mich. Genau da wollte ich hin. Wow. Bisschen lebensmüde, oder? So, genug Feen haben wir ja. Okay. Licht? Das ist viel zu hell! Ja, und wer ist es? Da ist er doch. Da ist Mr. Blind. Kopf Nummer 1. Jetzt wird's schwierig. Kopf Nummer 2. Naja, das war's ja schon. Danke. Yeah. So, damit ist der vierte Boss erledigt. Yeah. Link, du hast mich aus den Klauen der Ungeheuer befreit. Ich bin dir auf ewig dankbar. Als die Weisen den Weg in die Schattenwelt versiegelten, haben die Ritter von Hyrule sie vor den Angriffen der Monsterhorden beschützt. Die Ritter von Hyrule wurden in diesem Kampf beinahe ausgelöscht. Du bist der Letzte, in dessen Adern das Blut dieser Ritter fließt. Ist es nicht ironisch, dass der letzte Nachkomme das Potenzial hat, der Held zu werden? Nur du kannst Ganon besiegen. Hast du alles verstanden? Jupp. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Oh, jetzt holen wir uns ein kleines Upgrade. Nämlich mit diesem Frosch hier. Weg damit. Hey, Kollege! Quack, quack. Du wurdest ja gar nicht verwandelt. Du bist kein gewöhnlicher Junge, oder? Ich komme eigentlich aus Kakariko, wie es wohl meinem Kumpel ohne mich ergeht. Quack. Ich bitte, ich habe eine Bitte an dich. Bitte bring mich wieder zu meinem Kumpel. Bitte, quack, bitte. Na, dann komm mit, Kollege. Weg damit. So. Jetzt brauchen wir hier wieder den Teleporter.
Ich glaube, das war keine gute Idee. Hab ich's doch gewusst. Dann mach ich es lieber hier. Umso besser für mich. So. Denn wir haben den Schmied wieder gefunden. Oh, wie wundervoll. Du hast meinen Kollegen gefunden. Jetzt wird alles wieder gut. Komm doch mal wieder vorbei. Dann werden wir zum Dank dein Schwert verbessern. Gesagt, getan. Ach, du bist ja... Da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet mein Schwert. Gut, hier unser Angebot. Schmieden 10 Rubine. Jo. Also, spielen richtig? Spreche ich undeutlich? Alles klar, kein Problem. Wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. Okay. Indes... Ja. Sieht das witzig aus, ne? Hier, nimm. Naja, gehen wir wieder rein. Okay, dauert noch ein bisschen. Was machen wir da nun? Dann machen wir doch das hier mal. Nämlich dieses hier. Die ganzen Pfeile hier reinhämmern. Und nebenbei Hühner verhauen. Jedenfalls diese toten Hühner da. So. Was gibt's hier Schönes? Ich denke mal nur Rubine, oder? Rein da. Oh, ein Herzteil. Nett. Schade. Ein Herz hätte noch gefehlt. Dann hätten wir jetzt einen Herzcontainer. So. Gucken wir mal. Jetzt war ich in der Säule drin, oder? Yep. Das geht einem auf den Keks, oder? Hier ist es, dein neu gehärtetes Schwert. Nimm erstmal die Hand. Und? Yeah. Dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du, wie seine Kraft dich durchströmt? Yeah. So, zurück zur Schattenwelt. Und diesmal jetzt in den Wald. In den Schattenwald. Ach, ihr habt doch gar nichts zu melden hier. Ihr gebt mir schön Ruhe da. Moment mal. Ich verpiss mich hier. Ah, das war fies von euch. 3 Herzen haben die gleich abgezogen. Ach du Schande. Das war richtig fies. Ach ja, den Umhang können wir uns ja auch noch holen. Wow. Nett. Sag mal, was bist du denn? Maul mit Haaren oder was? Komische Dinger seid ihr. Naja. So, wieder zurück in die Lichtwelt. Das hab ich jetzt davon, ey. Oh, ich mach heute Sachen, ey. Das glaubt ihr nicht. Naja. Egal. Ab zum Herzteil. Gut. Na dann, wenn wir sowieso schon in der Lichtwelt sind, holen wir uns dann noch gleich den Herzcontainer. Nee, nicht Herzcontainer, sondern den Umhang.
Tja, war wohl nix, ne? Jo, da war schon drin. Da ist nichts mehr. Hier ist nämlich das Entscheidende. Vorher wieder umswitchen. Hier könnte man nochmal runter an die Burg, um da die ganzen Truhen zu öffnen. War da eine Fliege drin? Das macht mich jetzt richtig stutzig. Vielleicht erst, wenn man den 7. Dungeon erledigt hat. Das ist meist so, dass man das dann da ist, was möglich ist. Nee, das funktioniert schon. Das ist gut. Der Zauberumhang. Trage ihn und du bist unsichtbar, aber achte auf deine Magieanzeige. So, jetzt können wir uns den ganzen Weg zurück machen, wieder an dieses Portal gehen, in die Schattenwelt und dann noch da noch ein Herzteil holen. Aber umso besser für uns. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie ihr mir auf den Senkel geht, ihr komischen Geister? Naja. Oh, wäsch damit. Wäsch mit dem Gewächs hier. Da fällt mir gerade auf, ich könnte wieder meinen Köcher und so upgraden. Habt ihr auch mal was Besseres anzubieten? Nicht wirklich, oder? Tja, es hat sich ausgehustet. Für dich auch. So. Komm mal ja, ich will die Augen, du. Sonst setzt es was. Ah! Du Mistvieh. Na, macht er nix. Drei Herzen zieht ein so ein verfickter Vogel ab. Wow. Das war knapp. Na, rein da! Oh. Jetzt! Oh. Nein, nein, nein. Du sollst doch ins Loch fallen, du Idiot. Naja, egal. Boah. Tja, das könnt ihr nicht, ne? Oh, schon wieder. Alter. Naja. Hey, gib Herz. Ich sagte, gib Herz. Naja, immerhin. Helfer mit Herz sozusagen, ne? Naja. So, ich sehe gerade, wir haben bald die 15 Minuten überschritten. Also sage ich, bis zum nächsten Part.